Hey Leute, heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Und zwar ein extrem krasses Moped, welches von einem Kunden aufgebaut wurde, der da extrem viel Liebe, Zeit und Arbeit investiert hat. Wir haben uns gedacht, wir machen da mal ein ganz besonderes Video und werden ja, das mal ein bisschen euch näher bringen, euch mehr zeigen dazu. Für mich ist es was ganz Besonderes, dieses Moped, weil man einfach an jeder Stelle dieses Fahrzeugs Details findet, die einfach nur zeigen, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Und ja, viele haben wahrscheinlich schon mal ein Moped aufgebaut und wissen da ja, wie viel Arbeit das macht, wie aufwendig das ist, irgendwelche Teile zu bauen, zu montieren, die einfach nicht dafür gedacht sind, die da einfach nicht ranpassen. Und das ist hier in einer Qualität erfolgt, wo es mir so ein bisschen fast die Sprache verschlägt, wo ich einfach nur mega begeistert von bin. Und genau aus dem Grund haben wir uns überlegt, dieses Video mal ein bisschen aufwendiger zu gestalten, um Ihnen diese Wertschätzung halt irgendwie zu zeigen. Also für mich ist es halt einfach so, dass Leute, die so ein Projekt umsetzen, einfach Respekt verdient hatten. Und ihr wisst selber, wie es ist, auf Instagram, Facebook etc. werden viele Mopeds schlecht gemacht, weil die Geschmäcker einfach unterschiedlich sind. Und ich muss einfach sagen, toleriert euch da. Wir werden jetzt dieses Moped zeigen, werden darauf mehr eingehen und ihr werdet einfach sehen, wie viel Details an diesem Moped vorhanden sind, die einfach nur zeigen, ja, wie viel Herzblut da reinfließt. Einfach diese Liebe zu diesen Fahrzeugen. Als erstes geiles Feature finde ich halt einfach mal diesen Tankdeckel hier. Ihr kennt ja alle von eurem Moped, wie der Tankdeckel original halt aussieht. Ihr habt einen ganz normalen Tankdeckel. Jetzt hat der Kunde sich hier gedacht, gut, okay, ich schweiß mir das um, ich baue mir das um, dass ich hier so einen schnell eingelassenen Tankdeckel habe, wie beim Motorrad. Wenn ihr mal seht, in welcher Qualität das ausgeführt wurde, es sieht halt wirklich so aus, als wäre es so vom Band gelaufen. Und wer schon mal mit dünnem Blech zusammengearbeitet hat, weiß, wie schwierig das ist, das so umzusetzen. Ja, man hat halt hier diesen ganz normalen Schnellverschluss, wie man es vom Motorrad halt kennt. Man könnte den auch abschließen. Das ist halt so eine Sache, die ich halt einfach mega cool finde. Ja, aber die Arbeit wollen sich, glaube ich, die wenigsten machen, weil es halt einfach extrem aufwendig ist. Dann geht es halt weiter. Ihr habt halt hier vorne an dem Moped den Koso Tacho und Drehzahlmesser, welche ich auch eigentlich nur empfehlen kann, weil die echt cool funktionieren. In dem Fall hat sich der Kunde gedacht, gut, okay, ich nehme nicht irgendeine Halterung, die es zu kaufen gibt, ich lasse mir einen 3D drucken. Hier die ganze Halterung mit der Knopfaufnahme, hier mit der Voltanzeige für die Batterie, ist komplett 3D gedruckt. Ja, dann geht es halt weiter, hier ist eine CNC gefräste Gabelbrücke drin. Jetzt ist der Ständer hochgeklappt. Übrigens, der Punkt, der mir absolut gar nicht gefällt an dem Moped, ja, ist dieser blöde MZA-Ständer. Weil das Ding ist einfach mega gefährlich. Du kommst einmal kurz gegen, zack, und das Moped kippt um. Ja, also, nur mal so viel dazu. Ja, dann geht es im Prinzip weiter. Was ich halt cool gemacht finde, und das sind halt so Sachen, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ihr habt halt hier die Form der Seitendeckel für den Luftfilterkasten, die wie die Export-Seitendecke sind, diese eckigen, die halt sehr, sehr teuer zu kaufen sind und sehr selten sind. In dem Fall dachte sich der Kunde, gut, okay, ich lasse mir die bauen und hat sich die aus Vollcarbon bauen lassen und dann noch halt vernünftig lackieren lassen, so dass sie halt wirklich aussehen wie Blechdeckel, ist aber Carbon, ist halt schön leicht. Leichtbau ist jetzt hier nicht die oberste Prämisse halt gewesen, das ist halt einfach nur wegen der Optik so entstanden, denke ich. Ne? Ja, dann ist halt cool, dass man halt, wenn man sich zum Beispiel mal diesen Bereich hier anguckt, da müsst ihr mal herkommen. Hier die Aufnahme für die Scheibenbremse, ist halt auf die originale am originalen Bremshebel montiert und geht halt so knapp hier hinten in der Schwinge durch, ohne dass irgendwas schleift, ohne dass irgendwas hakt. Das finde ich halt einfach extrem sexy umgesetzt, mit sehr viel Liebe. Dann ist hier hinten zum Beispiel die Aufnahme auch cool gebaut für die Bremsleitung, dass diese halt nicht einfach lose irgendwo rumflattert oder mit einem Kabelbinder festgemacht ist, sondern halt vernünftig an der Halterung rangeschraubt ist. Die komplette Schwinge ist in Eigenbau von dem Kunden gebaut worden. Cool ist auch hinten, wie man sie einstellen kann, also wie man das Rad
verschieben kann, um es zu spannen. Ja, dann haben wir halt hochwertige Stoßdämpfer drin. Das sind jetzt alles so Dinge, die man sehr häufig sieht. Als cooles Gimmick ist halt hier auch noch das so der Fall, dass wir, weil der Kunde halt nicht nur einen speziellen Motor haben wollte, der wollte ja von uns einen 85er 5-Kanal Membrane haben. Das hat ihm nicht so gereicht mit dem normalen Auspuff, er wollte unbedingt einen Edelstahl-Auspuff haben. Ist leider mit einer langen Wartezeit bei uns verbunden, einfach dem geschuldet, dass ein Auspuff sehr aufwendig ist und der Auspuffbauer da halt ja das halt irgendwie noch nebenher der normalen Arbeit schaffen muss. Jetzt sehen wir hier den Edelstahl-Auspuff und ich finde, der sieht halt auch einfach sexy aus. Ja, das sind halt unsere Maße von unserem Rennauspuff, 70 bis 105 Kubikzentimeter. Einfach nur mal in Edelstahl gebaut, ne? Ja, cool sind auch die Kupplungs- und Zündungsdeckel, wo man halt durchschauen kann. In dem Fall sieht man hier auch die PVL-Rennzündung, die wir hier verbaut haben. Zu dem Zeitpunkt gab es unsere Seletra-Zündung noch nicht. Wäre jetzt auch nochmal so ein Gimmick, was man halt nochmal irgendwann mit einbringen könnte. Cool ist auch hier der Ansaugbereich. Ihr könnt ja mal hier den Aufkleber lesen. Also Kinder, Tiere und Kleinwagen unbedingt fernhalten, ja? Also achtet da mal stets drauf. Ja, hier ist zum Beispiel auch eine coole Sache. Und zwar wurde sich hier das Schutzblech auch aus Carbon, hat er sich anfertigen lassen. Hinten auch mit der Einsparung für den Stoßdämpfer, dass er nicht schleift. Also es ist halt alles wirklich sehr durchdacht. Hier einen kleinen Halter dran für den Bremsflüssigkeitsbehälter etc. Also da steckt halt einfach Liebe und Herzblut drin und das feiere ich halt enorm. Hier ist zum Beispiel auch eine coole Sache. Er hat sich hier auch gedacht, ey, den Bremshebel, das kann man noch mal ein bisschen schicker bauen. Ist auch ganz gut gelungen. Ich weiß nicht, ob das Teil gelasert ist oder ob er es selbst aus dem Pollen gefeilt hat oder gedremelt hat. Auf jeden Fall ist es auch vernünftig gelöst. Ja, die hydraulische Bremse hinten macht das, was sie soll. Du hast hier einen schönen knackigen Punkt etc. Das ist halt schon schön. Ja, zum Motor. Wir haben halt hier einen originalen S51 Motor als Basis genommen. Da ist jetzt im Prinzip eine Rennkurbelwelle drin. Der Primärantrieb ist verstärkt. Das ist sozusagen so eine K7-Kupplung heißt das, wo wir halt 7 Kupplungslamellen haben. Der Kupplungskorb, der ist rückgedämpft, um halt Schläge ein bisschen zu schlucken. Das Coole an der Kupplung ist, sie hält halt einfach ewig, vor allem bei so einem Motor, der noch, ich sag mal, human von der Leistung her ist. Wir haben jetzt hier in dem Fall ja 24 PS. Und ja, dann geht es weiter, dass da so ein Ronge 5-Gang-Getriebe drin ist. Das ist halt auch sehr, sehr teuer und kostspielig, ist aber natürlich auch so, dass es hält. Und ja, so geht es halt von vorn bis hinten. Hier hat er sich nochmal PZ-Tuning eingravieren lassen. Das hat der Kunde ganz freiwillig gemacht, weil er ein großer Fan von ja, unserer Arbeit ist. Wir sind im Gegenzug ein sehr großer Fan von der Arbeit, die er hier am Moped geleistet hat. Ja, hier ist zum Beispiel eine Platte dran, die vom Vergaser zum Luftfilter übergeht. Das hat er sich mit einem coolen Adapter gebaut, wo auch PZ-Tuning mit eingedruckt wurde in dem 3D-Druckteil. Es ist halt wirklich sehr durchdacht. Hier oben sind auch Ringe eingesetzt, die für mehr Luft sorgen im Luftfilterkasten, die Bohrungen verkleiden, wo ein Gitter eingelassen ist, auch 3D-Druckteile, die er sich gezeichnet hat, anfertigen lassen hat. Und so zieht sich das von vorne bis hinten durch. Auf der anderen Seite der Aufkleber, da steht Predator M auch drauf, so wie der Motor im Prinzip heißt. Ja, und ihr müsst halt mal die Zeit zusammenrechnen. Man lässt sich Aufkleber machen, man lässt sich das machen, man lässt sich das machen. Man muss zu wahrscheinlich 50 Händlern fahren, um irgendwo die Teile zu kaufen, um sich Teile anfertigen zu lassen, weil man ja auch im häuslichen Gebrauch nicht unbedingt eine Fräsmaschine, Drehmaschinen etc. hat. Und wenn man sich mal die Zeit zusammenrechnet, die hier in so einem Moped steht, ist so ein Moped einfach unverkäuflich und unbezahlbar. Ja, mein Respekt da an David, so heißt der Besitzer des Mopeds, ja, hat er einfach nur geil umgesetzt und ihr könnt mir eins glauben, wenn die Fahrszenen kommen, die werden euch richtig wegballern, weil ja, das Moped geht halt einfach wie die Hölle und es macht halt einfach mega Bock. Du fühlst dich mega sicher da drauf, weil das Fahrwerk dafür ausgelegt ist. Du hast vorne und hinten eine Scheibenbremse, dass es auch gut zum Stehen kommt. Im Normalfall sind hier auch Enduro-Streben drin mit einem Lenkungsdämpfer. Die haben wir jetzt mal ausgebaut, einfach aus dem Grund, dass wir zum Abstimmen auf dem Prüfstand ja an den Vergaser und an die Zündung etc. überall rankommen müssen und man sich sonst immer die Pfoten bricht. Ja, das ist eigentlich so das, was ich euch zum Moped auf jeden Fall erzählen wollte. Hier sind noch viel mehr Details dran, aber ja, wir können ja hier kein Video machen, was eine Stunde lang ist über einen Moped. Ja. Und Leute, jetzt wird's richtig heiß.